Den Schrein könnt ihr hier finden. Setzt diesen Holzstamm vorne an den Block ran und dahinter die Rakete. Ob ihr sie jetzt hier an den Block ansetzt oder an den Stamm, ist egal. Aber hier ist es einfacher, sie zu treffen. Als nächstes nehmt ihr euch den nächsten Stamm und setzt ihn genau dazwischen die Lücke, damit ihr an die Truhe rankommen könnt. Nun nehmt ihr den Holzstamm wieder mit und setzt ihn links an das Rad. Klebt nun die Rakete entweder hier fest oder es geht auch hier. Schlagt dann drauf. Dann fliegt er genau zum Schalter.